Schauen wir mal, was dabei so rauskommt. Wow, ihr seid aber auch wieder auf Stufe 1 zurückgegangen, oder was? Ups, das schon aus. Wow. Das wäre beinahe ein verdammter Arschfick gewesen und ich wollte eigentlich ganz rechts fahren. Okay. Den Holt ergehen. Ja, super, oder? Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen schauen, wo wir hier fahren dürfen und wo nicht. Okay, das wird eine verdammt scheiß Strecke. Aber ich bin nicht letzter geworden. Probier's doch mal hier zu fahren. Dankeschön. Ups. Da war jemand nicht ganz davon begeistert, dass ich damit durchfahre. Aber sonst wäre es schon nicht schlecht gewesen. Okay. Die Grundtechnik war nicht schlecht, nur da ist mir jemand zuvor gekommen. Ah, verdammt, ich hab's wieder vergessen. Aber das wird schon noch. Auf einmal. Wow. Was bist denn du für eine Hure? Komm schon, gib Gas. Jawohl. Geboinkt. 3215 km/h, 22 Sekunden, 22 Hundertstel. Weiter. Oder so ähnlich. Boah, ja, leck ist die Lenkung im Arsch. Ja. Aber einen guten Backflip kann man machen. Oder was auch immer das war. Okay, wie viel müssen wir eigentlich da gewinnen? 7, also noch 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, wir können uns einen Mautstellen sparen. Dann wahrscheinlich das da, oder? Weil das ist länger und genau, das können wir uns sparen. Das heißt, wir können schon mal das fahren. War ich noch nicht so ganz mit dem Auto klarkomme. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich doch wieder auf den Dingsens umsteigen soll. Auf den Porsche. Und mit dem eher Kopsler jagen soll oder so. Ja, das werde ich fast machen müssen. Das Auto ist dafür eindeutig nicht meins. Es fährt sich ein bisschen komisch. Aber ich weiß nicht recht, was ich noch machen soll. Ups. Oh. Ich glaube, ich habe das Handling ein bisschen zu überreizt. Ja. Dann gehen wir da eher mal so her. Ne, das ist dann bei dem Auto schon wieder zu viel. Dann bleiben wir da mal so.
beeil dich, ich geb dir gleich beeil dich. Aber wisst ihr noch, wo ich gesagt habe, da gibt's eine so eine Mautstelle, wo du immer ganz knapp reinkommst? Das ist dieses Mautstellenrennen. Wenn du auch nur jetzt, wenn ich jetzt da rechts gefahren wäre, dann hätte ich schon nicht mehr geschafft. Das ist so ein High-End-Scheiß-Ding. Ah, diese Steuerung von dem Auto hinten vorne, ich mein's. Ich hoffe bloß, dass wir das Rennen gewinnen. Dann kann ich wieder umsteigen auf mein anderes Auto. Auf den Porsche. Jetzt geben mir da die auch noch die lange Strecke als Vorfahrt, also als Fahrtmöglichkeit. Doink, doink, sicher doch. Gehen wir es mal wieder links. Ich weiß nicht, warum die da nicht essen, na gut, das sind schon ein paar Häuser. Und wieder zurück auf den Highway. Über eine kleine, aber umständliche Art. Durch den Tunnel. Schauen wir mal rechts rum. Jetzt sind wir schon bei 88%. Schauen wir mal, ob das was wird. Wir dürfen maximal noch 25 Sekunden brauchen. Jo, das klappt. Naja. Achtung, Stadtbezirk. Haben eine Meldung erhalten über ein Code-6-Fahrzeug. In östlicher Richtung am Sozialbauviertel vorbei. Verfügbare Einheiten melden und anrücken. Ja, aber ich werde jetzt erstmal wieder Auto wechseln. Das Auto ist dafür nicht ausgedacht. Da kann die Höchstgeschwindigkeit von dem angeblich besser sein. Ich finde, mit dem anderen fährt sich's besser. Da weiß man halt, was man hat, gell? Porsche, ne? Jetzt machen wir erstmal nochmal. Schauen wir nochmal wegen dem Meilenstein da, würde ich sagen. 180. Das bekommen wir doch da hin, oder? Wobei das schon immer eine saublöde Strecke ist. Ah, verdammt, ganz knapp. Gut, 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 gut. Dann schauen wir nochmal bei der anderen, nochmal kurz Nitro ein bisschen voll machen. 255. Es wären da schon wieder welche gekommen, ey, ist ja Wahnsinn. Scheißen sich heutzutage auch gar nichts mehr, diese Autos. Wow! So, drehen wir hinten gleich wieder um. Dann dürfte es gehen. Schauen wir rechts einmal rundherum. Doink, so macht man das nicht. Aua. Ups, was ist los? Ah, okay. Dachte schon fast über GTA 4, wo er nicht anspringt, der Motor. Fuck, 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 fuck.
Leck mich. Achtung, Kanal 2. Wir brauchen keinen Kanal 2, wir brauchen eine leichtere Rennposition für dieses Ding. Aber die holen wir uns schon noch. So, jetzt fahren wir erstmal einen Sprint. Wieder ein bisschen hier Renngefühl gewinnen haben. Und tschüss. Und schon haben wir gewonnen. Hoffentlich. Ja, sicher. Ja, nicht den Lack verkratzen, aber dafür dann bei mir reinfahren, gell? Na komm schon, danke schon. Wenigstens die kurze Strecke. So, 300. Komm schon, 300. 300? Jetzt 300. Und zack. Mal kurz um 50 km/h runtergebremst. Oh, next. Ja, machen wir kurz noch einen Holzfäller. Heute spielen wir den Holzfäller-Simulator. Dann brauchst du so einen Porsche. Das ist eine very good Marke für Baumfäller. Gewonnen. Oh, wow, schon haben wir gewonnen. Ich sag doch, schon haben wir gewonnen. Wir müssen da irgendwo hoch. Gewonnen. Zack. Jo. Leistungstunen könnte helfen. Ja, beim Mercedes nicht mehr. Wenn du gehen willst, kannst du nicht in jedem Rennen mit demselben Setup und an den Start gehen. Warum? Porsche, wunderbar. Du kannst die Fahreigenschaften für jeden Renntyp einzeln tunen. Achso, das ist wahrscheinlich dieses links-rechts da, was wir da immer machen. Um die richtigen Voraussetzungen zu schaffen. Achte auf die Getriebsbeschaffung. Ja, doch, Getriebe. Wenn du eine enge Strecke mit vielen scharfen Kurven fährst, zahlt sich eine bessere Beschleunigung bestimmt aus. Wenn du einen Highway entlang rast, solltest du vielleicht die Höchstgeschwindigkeit etwas erhöhen. Ey, ich mache immer alles auf voll, ja. Es gibt viele Möglichkeiten, also probier sie mal aus. Die richtigen Tuningsmaßnahmen können den Unterschied zwischen einem Sieg und wahrscheinlich einer Niederlage und dem zweiten Platz ausmachen. Das Leistungstuning findest du im Pausenmenü. Weiß ich. Wobei, ich fahre schon seit Jahren fahre ich schon immer auf Max, ja. Und Lenkung an Händlern meistens so auf wenig. Aber eigentlich hat er ja recht, gell? Aber ich meine, wir wollen es ja spannend hier haben. Wir bleiben einfach bei dem gleichen. So, NOS steht's gut? Nee, steht's nicht gut. B. Rennen. Dann haben wir gleich das nächste hinten dran. Würde ich mal sagen.